Ah, Pika! Und hallo meine Freunde, Zarok hier. Yeah, wir fangen ein Spiel. Ein Pokémon-Spiel, ganz eindeutig. Ja, willkommen zu Pokémon Stadium. Nein, wir stehen nicht Pokémon Stadium und vielleicht, wie man sieht, ich wollte nur was zeigen. Der Pokémon Stadium selbst hat und es nicht zu 100%, quasi 100% fertig hat. Wow. Was war das? Egal. Man hat jetzt vielleicht schon gesehen, was wir spielen werden. Wie man hier sieht, Pokémon Stadium quasi durchgespielt. Der Dodo-Turm ist freigeschaltet und wir spielen jetzt Pokémon Gelbe Edition. Und zwar, ja, halt original. Ich habe hier den N64-Controller in der Finger mit dem ganz tollen Nintendo 64 Transfer Pack. Das ist ein sehr schönes Teil und wir spielen das jetzt natürlich hier. Ich will jetzt aber noch eins machen. Das ist das Intro, yeah. Extra mal den Hintergrund zu dem hier, was ich den am schönsten finde. Was wir jetzt natürlich haben, das werde ich jetzt im Intro noch nicht zeigen. Weil ich das gerne durchlaufen lassen möchte, was lustig ist. Gotcha. Ja, Pika. Wir können das hier. Wir können die Geschwindigkeit erhöhen. Ich kann die Geschwindigkeit erhöhen, was noch sehr praktisch wird. Und deswegen mag ich die Vorspulfunktion auch im Emulator nicht, weil. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat? Das freizuschalten. Und das war China Pikachu. Okay, neues Spiel. Bla bla bla. Das überspringen wir jetzt einfach mal. Weil das ist in jedem Spiel dasselbe. Und ja. Mein Name. Okay. Das ist gar nicht, wie soll ich denn den Konkurrenten nennen? Okay. Ja, richtig, Name ist Zarok, bla 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 bla. Bla 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 bla. Soll ich ihn blau nennen? Wie nenne ich ihn? Ich habe keine Ahnung. Ja. Kann ich mir noch keinen Namen geben? Mist, ich bin in der Zwickmühle. Ich kann ihn. Komm. Ich nehme den bescheidsten Namen, den man sich aussuchen kann. Mein Gegenspieler heißt Gegner. Epicness pur. Naja, egal. Gegner stimmt, bla 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 bla. So. Jetzt hier auf den Bartrank, wunderbar. Das wird halt ein etwas anderes Pokémon-Projekt als bisher, bla 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 bla. Und wir können hier in dieser Edition hier unten in den Dings rumhalten. Und das ist sozusagen bla 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 bla. Okay, ich warte, bra. Das machen wir alles hier ganz schnell, bla. Ja, komm, Pikachu wurde gefangen. Und los geht's. Ja. Jetzt überspringe ich alles, weil es das erste Pokémon-Spiel ist. Ja, komm. Ja, schenke ich dir, bla, ja. Ja, und ja, nein, ich möchte. Machen wir. Einfacher. Doppelte Geschwindigkeit erstmal. Das reicht. Ja, er schnappt sich das Pokémon. Oh nein, bitte, ich möchte. Bla, halte das Pokémon. Ja, toll. Er hat das Pokémon geklaut. Im Arsch.
Und er gibt uns jetzt das Pikachu. Yay. Nein, ich möchte ihm eigentlich keinen Spitznamen geben. Ende. Und jetzt. Okay, warte. Okay. Die Gegnermusik. Hey, Gary. Gary Theme oder Blue Theme, wie man es nennt. Ich fordere euch heraus, okay. Bosskämpfe. Also, Bosskämpfe. Quatsch, Bosskämpfe sind nicht hilfreich. Ich meine, die Arena der Kämpfe und Kämpfe gegen den Rivalen werde ich nicht vorspulen. Das weiß ich jetzt schon. Aber hier die ganzen Wege und die ganzen Gegner, die auf dem Weg liegen. Ich finde es auch interessant, dass Pikachu in der Version tatsächlich eine Sprachausgabe hat, auch wenn es nur Pika ist. Na komm. Du. Es ist paralysiert, oh mein Gott. Und das hier ist auch eins meiner Lieblings-Pokémon-Spiele, weil es halt noch an den Wurzeln sich... Das heißt, an dem Wurzel orientiert. Das ist quasi die Wurzel des Spiels. Das ist halt das dritte Spiel, was rauskam. Level 6. Juhu. Pikachu lernt guten Schlag. Lass ich bald wieder vergessen, weil die Attacke scheiße ist. Gegner, was unmöglich. Ich habe ja. Du hast einen Zauberwind. Ja. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Zauber. Okay, Eichi, bitte. Ja, das ist auch eine Sache, die hier eingeführt worden ist und dann leider erst tatsächlich wieder mit Heart Gold und Soul Silver dazugekommen ist, dass das Pokémon einem hinterherläuft. Hört sich das in dreifacher Geschwindigkeit an. Hört sich geil an. Nein. Okay. Los geht's. Moment, dann gibt's mir einen Trank. Ja, gucken wir mal. Bleiben wir auf. Ja, komm. Okay, ich sollte das doch lieber maximal auf doppelter Geschwindigkeit lassen. Hm, cool. Kein einziger Kampf. Komm. Geheilt bist du nicht, ne? Doch, bist du. Hm. Hier kommst du aus der Bastia. Gib mir das Paket. Ich bleib bei doppelter Geschwindigkeit. Auf dreifach ist das ja furchtbar. Wir gehen extra durchs Gras. Yay, unser erster Wiederkampf. Ein Taubsi, was eine sehr coole. Das hört sich geil an. Tot. Yay, jetzt tauchen nur Viecher auf. Noch ein Taubsi. Okay, ich weiß jetzt schon, Taubsi wird hier nicht mehr ein Flug-Pokémon. Ich weiß, hat mir nicht schon so ein Team ungefähr zusammengestellt. Ein Ratzfatz. Yay. Und nein, es ist nicht tot. Wow, aber es ist Level 2. Jetzt bin ich mit Level 2 Ratzfatz. Schutz. Nur ich muss aufpassen, dass ich nicht zu stark wäre, sonst kann ich mir gleich keine Pokémon fangen. Ich die alle One-Hitter. Ah, komm. Weg damit. So. Danke. Komm, verdammt, hier hast du dein Paket. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Na komm. Ja, komm. Leg ein bisschen Pokédex. Lalalala. Du. Ja, die Story ist hier sowas. Ich geh mal wieder auf halb doppelte Geschwindigkeit zurück. Halt hier ein bisschen einen Typen an Quatschen, leg das durch. War das nicht so? Oder hat er uns gerade Pokébälle gegeben? Nö. Warum habe ich keine Pokébälle? Ich habe irgendwas vergessen zu machen. Lolala. Mutti, gibst du mir Pokébälle? Ich habe keine Pokébälle. Ich habe mal irgendwas fail gemacht. Wunderbar, ich habe keine Pokébälle. Ich habe wahrscheinlich... bin zu schnell rausgegangen. Mist. Scheiße. Okay, ich sollte doch wirklich auf doppelte Geschwindigkeit maximal lassen. Na, ich hab sie.
Gattung Rufus. Das könnte man sich jetzt gut fangen, aber das wird mir höchstens beim vierten Arena-Leiter helfen. Arena-Leiterin. Level 7, juhu! 7! Komm, heilen. Bla bla bla. Heilen. Danke. Jetzt sind wir dabei. Bla bla bla. Kauf. Pokéball. Noch erstmal 7 Stück. Okay. Trinke 5. Und noch 2 Gegengift. Komm. Okay, ich könnte jetzt direkt durchheizen nach Alabas, nach Mamoria, aber da würde ich keine Chance gegen Dings haben, gegen Rocco. Also, erstmal Pokémon fangen. Lalalalalala. Na komm. Nein. Direkt, ich will dich nicht. Nidoran könnte schon ein Zacker sein. Item. Pokémon. Nein. Wunderbar, Nidoran, ich wurde gefangen. Nein, möchte ich nicht. Jetzt nur die Frage, wann denn Nidoran. Ah, da ist das eigentlich Pokémon, was ich haben wollte. Level 3, das könnte. Minky. Oh, perfekt. Item. Pokémon. Wo Minky wurde gefangen, okay. Blablabla. Nein. Wir gehen unsere Pokémon heim. Das war zu schnell. Nein, wir gehen auf normale Geschwindigkeit. Komm. Hier ist dreifach. Heil meine Pokémon im Turbo-Tempo. Oh, wunderbar, das geht doch. Ja, schön. Okay, lass mich da durchklatschen. Wie geht's denn jetzt? Pikachu. Das ändert sich noch. So. Jetzt haben wir ein Minky, das noch keine Kampfattacken beherrscht, ne? Nee, nur Kratzer. Okay, ich trainiere erstmal eine Runde. Mal sehen, wie lange das dauert. Wenn es zu lange dauert, schneide ich es raus. Lalalala. Nein, ich möchte nicht tauschen. Lalala. Ich nutze mal, dass hier direkt das Pokémon Center ist. Und weiter geht's. Nein, ich möchte nicht. Mickey soll nämlich eine spezielle Attacke lernen. Die ich für den ersten Arena-Leiter brauche. Los, Pikachu. Mach's fertig. Grille es. Oh, komm, dann nehmen wir ein bisschen mit Pokémon tauschen. Noch ein Taubsi. Pokémon. Pikachu. Na toll, nichts Handwirbel. Lass das. Was zur Hölle? Stirb einfach. Du bist Level 6, du bist gute Erfahrungspunkte. Stirb! Wunderbar. Da. Komm. Hey, mein Pokémon. So, ich will nämlich auch den ersten Arena-Leiter schaffen. Oder ich mache eine extra Folge von wegen Nottraining. Ja, das bringt so nichts. Pikachu! Ich muss Nidoran später rausschmeißen. Das ist somit nur Kanonenfutter. Für Heilung und so ein Scheiß. Was ist da? Pikachu,
Snicky fliegt auch wieder raus, weil das brauche ich wirklich nur für den ersten Arena-Leiter und für den Mond vielleicht noch.